Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 3. Wir haben in der letzten Folge mit Frau Weatherly, der das Hotel hier gehört, ein wenig unterhalten. Und sie meinte, sie hätte auch ein Zimmer für den guten Brian Wilsk. Jetzt haben wir das, also die Quest endlich mal abgeschnitten. Dann wollten wir noch mit Dr. Preston reden. Der ist allerdings nur gesprächig, wenn er in seiner Klinik ist. Und der ist gerade da hinten am Mittagessen. Hier. Das machen wir dann nachher. Gehen wir erstmal bei Dr. Young rein. Das war hier irgendwo. Genau. Das heißt Dr. Young. Ach, doch, Dr. Young. Oder? Nee, do nicht Doktor. Wie komme ich auf Dr. Young? Hier können wir aber nur klauen. Das will ich jetzt nicht. Ein Dinnerteller. Doppelbett. Clipboard. Nö, das bringt uns fürs Erste nichts. Teddybär liegt ja auch noch rum. Ja, Bannons Tür. Dann würde ich doch mal. Habe ich da jetzt eigentlich eine Markierung gekriegt? Ne, ich gehe mal Richtung Gate Bridge und guck mal, ob wir vielleicht mit Seagraves reden können. Erstmal hoch in den Tower. Vielleicht haben wir hier was Interessantes. Eine Mülltonne zum Beispiel mit einem Pfeil. Da geht's nach Rivet City. Hier Ja. sitzt Commander Danvers. Ich hoffe für Sie, dass es wichtig ist. Haben wir alles schon? Die Pflicht ruft. Ah, das ist wohl hier Hallo. das Hauptquartier der Sicherheitskräfte. Ist doch größer, als ich gedacht habe. Die schlafen schön. Die sind aber auch nicht schlecht ausgestattet. Warum liegen hier Knochen drum? Gut, ja, da können wir auch hier nichts machen. Ja. Gestern gab es irgendeinen Kampf in der Stadt. Die Torwache meinte, es wurde über eine Stunde lang geschossen. Deswegen bin ich froh, hier zu sein. Gutes Wo geht's denn hier? Da geht's noch weiter hoch. Private Jones. Okay, gehe ich halt wieder. Vielleicht muss ich mich dann irgendwie der Stadtwache erst anschließen. Ich guck mal gerade. Ob ich jetzt hier den Seagraves treffe. Oder sonst irgendwas. Interessantes Munition zum Beispiel. 10 Schrot, da sage ich nicht nein. Schon eine schöne Aussicht, die man von hier hat. Gerade so zeigen darf. Einmal hier rum. Ich glaube, hier unten auf den unteren Ebenen kommen wir weiter. Hier ist auch keine Tür, die wir übersehen haben. Dann gehe ich gerade noch mal nach unten und schau doch mal, ob wir da weiterkommen oder ob wir da was Neues entdecken können. Flugdeck. Wow. Wow. Was? Ah, das ist ein Motorrad. Ich dachte erst, es wäre eine Leiche. Mit abgetrenntem Kopf. Baseball brauche ich nicht. Handschuh und das ist. Ach, das ist hier dieses Feld. Ich habe von Baseball allerdings auch keine Ahnung. Und hier draußen soll ja wohl angeblich irgendwo Seagraves sich aufhalten. Hier bei den alten Fliegern.
wahrscheinlich auch seit Jahren nicht mehr, oder Jahrzehnten, Jahrhunderten nicht mehr benutzt worden. 200 Jahre hat er die Katastrophe gedauert. Beziehungsweise die nukleare Verseuchung. Hier ist aber sonst niemand und an den Dingern können wir auch nichts machen. An den Jets. Na, schön hier mit diesen ausklappbaren Flügeln. Hier, ich sehe aber auch jetzt hier auf Anhieb niemanden. Da hinten ist... keine Ahnung. Mal gerade schauen. Doch, da sitzt jemand. Okay. Dann weiß ich schon mal, wo ich hin muss. Ob ich dahin finde, ist natürlich eine andere Sache. Okay, dann hier erstmal runter. Und... ich glaube, hier müssen wir rüber. Nee, Weatherly Hotel waren wir doch schon. Allerdings... oh, wen haben wir denn hier? Hallo. Angela. Ja, bitte? Dr. Lee, die haben wir schon... machen ihnen die Männer auf dem Schiff das Leben schwer? Sie meinen, ob sie mich oft anbaggern? Ja. Nein, die meisten sind sehr höflich. Sogar Männer wie Diego, mit denen ich flirten will, scheinen mich zu ignorieren. Ah, sie und Diego sind also verliebt. Naja, zumindest einer von uns ist verliebt. Manchmal kommt es mir so vor, als würde er noch nicht einmal wissen, dass ich da bin. Der ist Messdiener. Die kennen sowas nicht. Tja, leider kann man die Aufmerksamkeit eines Mannes nicht erzwingen. Sie sind eine Frau, verführen Sie ihn doch einfach. Na klar, ich glaube nicht, dass ich ihn genug abfüllen kann, um ihn so weit zu bringen. Wenn ich bloß ein paar Ameisenpheromone hätte, Trini meint, denen kann kein Mann widerstehen. Dann müsste ich doch mal gucken, dass ich glaube, die habe ich alle verkauft. Könnte ich Sie etwas über die Geschichte von Rivet City fragen? Ich habe gehört, dass sie von Söldnern als Basis für Plünderungszüge nach DC gegründet wurden. Aber so genau weiß ich das auch nicht. Mhm. Okay. Dann muss ich mich mal auf den Weg machen. Tschüss. Tschüss. Sie sind alle bei Gary S. Aber man kann ihnen trotzdem noch was abkaufen, wenn man sie fragt. Da habe ich jetzt den Sinn nicht ganz so verstanden. Ich guck mal gerade, ob ich hier irgendwo rauskomme, wenn ich durchlaufe. Guten Abend. Guten Abend. Hier ist zugestellt. Da war doch gerade was. Aktenschrank. Immerhin ein Kronkorken. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also, ach, hallo Gaso. Ist der Doktor mittlerweile zurück? Nö, ist er nicht. Dr. Lees Tür, da können wir also auch hin. Zum Forschungslabor will ich nicht. Ich würde ganz gerne wieder raus. Da oben war ja irgendwo der... der Seagraves. Gut, dann ist mittlerweile ist wohl wieder so spät, dass wir nicht mehr auf den Markt können. Hallo. Aber vielleicht ist Younger jetzt zu Hause. Jawohl, da sind Leute. Hallo CJ Young und hallo. Christy Young. Was ist der Nachname? Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Wir sind Glückspilze. Wir müssen nicht kämpfen, um überleben zu können. Yay. Wir haben ganz normale Jobs. Ich putze die Räume. Das klingt jetzt zwar nicht sehr beeindruckend, aber Sie hätten sie mal vorher sehen sollen. Okay. Ich recherchiere die Geschichte von Rivet City. Darüber weiß ich nichts. So viel ich weiß, leben dort seit dem Krieg einige Überlebende. Ich bin nur froh, dass es die Stadt gibt. Wenden Sie sich doch mal an Bannon. Er ist ein wirklich wunderbares Ratsmitglied. Und würde Ihnen sicher nur zu gern Ihre Fragen beantworten. Habe ich doch schon. Danke. Tschüss.
Guten Tag, der Herr. Hallo, CJ. Ich darf nicht mit Fremden sprechen. Hast du doch gerade. Aber gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Treppenhaus. Hallo. Hey Gaza, du verfolgst mich doch, oder? Ich schaue jetzt gerade mal Bridge Tower, ob wir da jetzt irgendwie... Guten Abend. Was hast du in der Hand? Ein Messer? Ich gehe da doch mal gerade mit. Ja. Hallo. Da ist Gaza schon wieder. Flugdeck. Ja, bitte. Das ist Diego und da ist... Oh. Das mit dem Messer wird mir nicht gefallen. Wie die den jetzt irgendwie erstechen oder so? Tschüss. Hallo. Na? Irgendwie ist das da gerade sehr seltsam. Okay. Gut, weiterhin weiß ich immer noch nicht genau, wie wir da jetzt rüberkommen. Ach, da ist noch Munition. Wenig Munition für unser Sturmgewehr. Hier geht's hoch. Hüpf. Ach, dann, okay, dann waren wir da hinten. Wir gesehen, dass da jemand gesessen hat. War vielleicht Diego. Und gar nicht Seagrave. Okay, ist natürlich die Frage, wo ist Seagrave? Hier ist ja nichts fürs Erste. Und hier waren wir ja auch schon. Okay, ich glaube, dann lassen wir die Sache mit Seagrave mal fürs Erste auf sich beruhen. Hallo! Gaza, du wirst mir langsam unheimlich. Da gibt's Mittagessen oder Abendessen. Hallo. Ja, diese ganzen Löschschlauchdinger. Ich guck mal gerade auf die Uhr. Wir haben kurz vor 12 Uhr nachts. Also halb 12. Gehen wir doch mal ins Money Rudder. Das ist ganz unten. Das klingt ja nach einer unglaublich leckeren Gasthauskneipe, was auch immer. Mal schauen, was es da so gibt. Was darf denn sein? Bier. Und immer schön nachschenken. Jawohl. Hallo, Brock. Ich bin Brock, der Türsteher. Ich kümmere mich um die Unruhestifter. Sie sind doch hoffentlich kein Unruhestifter, oder? Nein. Ich bin nur zum Reden und Trinken hier. So soll das auch bleiben. Bell kann Ihnen jeden beliebigen Drink mixen, solange es Bier oder Whisky ist. Das ist doch schon mal wunderbar. Guten Abend. Was ist das? Du machst, glaube ich, alle Bars hier durch, oder? Sie gehen mir auf die Nerven. Sie sollten mir lieber nicht auf die Nerven gehen. Ja, ja. Ich ebenfalls. Billard mit Bier- und Whiskyflaschen vollgestellt. Wollte ich nicht. Bin ich aus Versehen auf meinen Mauszeiger oder auf die Maustaste gekommen. Ich habe gehört, dass der Stadtrat darüber diskutiert, ihr Länder auf dem Flugdeck anzubringen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich erinnere mich da an das Kind. Es hat einen guten Grund, dass abgeschlossen ist. Also keine dumme Idee. Das war schlimm. So, Benny, Bell Bonnie. Ich bin Bell Bonnie und das ist der Muddy Rudder Schlüssel.
Ich sage Ihnen, was ich allen Neulingen sage. Fangen Sie hier unten keinen Streit an, sonst lasse ich Ihnen von Brock den Hintern versohlen. Mhm. Nett haben Sie es hier. Sie sind wohl betrunken. Was ist? Wollen Sie was bestellen oder nicht? Paar gute Geschichten gehört. Sprechen Sie mit Vera, wenn Sie tratschen wollen. Ich ziehe nicht über die Leute her. Sie doch eigentlich auch nicht. Gibt's irgendwelche Geschichten über die Vergangenheit des Ortes? Die Geschichte? Finden Sie nicht, dass hier die Kacke schon genug am Dampfen ist, ohne dass Sie da noch groß rumgraben? Keine Ahnung, ob es jemals einen offiziellen Anfang gab. Die Stadt steckt schon seit Ewigkeiten hier im Fluss und ist voller Flachköpfe. Versuchen wir das doch mal. Ich kann Ihnen höchstens eine Tüte voller Verschwindibus-Backpfeifen anbieten. Cool. Die erste geht auf Kosten des Hauses. Und jetzt raus mit Ihnen. Ja, Ben sagt nämlich, er hätte den ganzen Ort selbst organisiert. Dieser verlogene Hurensohn. Er war noch nicht mal geboren, als ich hier ankam. Sie interessiert die Geschichte dieses Kahns? Der Einzige, der da wirklich Bescheid weiß, ist Pinkerton. Okay. Und wer weiß, ob der noch lebt oder da ist. Er hat sich in einem anderen Teil des Schiffes verkrochen und er mag keine Besucher. Er kann sie eines Besseren belehren. Okay, gut. Das haben wir jetzt überprüft und jetzt müssen wir noch die wahre Geschichte erfahren. Will ich natürlich auch noch machen. Drink. Was darf's denn sein? Wahrscheinlich nix. Ja, Bier, Scotch. Oh, Stimpex. Haben wir aber, glaube ich, im Moment noch genug. Dann bis später. Ich werde hier sein, falls Sie Durst bekommen sollten. Das ist gut zu wissen. Durst hat man eigentlich immer. Trini. Na? Hallo, Schätzchen. Wieso hast du mir noch keinen Drink ausgegeben? Ich hab dich gerade erst gefunden. Hier, 5 Kronkorken. Gefällt mir, wenn die Männer genug Kronkorken haben, um einer Dame einen Drink auszugeben. 5 Kronkorken geht ja auch noch. Ja gut, die Geschichte mit dem Rivet City hat sich wahrscheinlich... In Sachen Geschichte kann ich Ihnen nicht helfen, Schätzchen. Erledigt. Müssen jetzt Pinkerton finden. Naja, wer nicht will, der hat schon. Lass dich mal wieder bei mir blicken. Klar. Okay. Pinkerton. Haben wir da vielleicht jetzt mal einen Questmarker oder so? Nö. Müssen wir wahrscheinlich selber suchen. Gut, anderer Teil des Schiffes. Vielleicht hier oben irgendwo im Weatherly Hotel. Oder im Capital... Ne, da waren wir ja gerade. Das war hier diese Aufbewahrungsdinger, wo wir den Auftrag gekriegt haben, dass wir die Unabhängigkeitserklärung holen sollen. Was sagt denn hier eigentlich die Uhr? Ich gehe jetzt einfach mal, ja, 9 Stunden vorwärts. Und dann gucke ich mal, ob der Doktor auf hat. Oder halt in seiner Praxis, dass wir ihn mal befragen können, was diesen Androiden angeht. Hier war ja nichts. Fleck und Schöpfen ist schon wieder verschlossen. Das Gemüse bitte nicht anfassen. Es ist sehr zart. Sie brauchen mich? Wofür denn? Für nichts. Auf Wiedersehen. Ja. Ja, da ist der Doktor. Gut, dann können wir mit dem in der nächsten Folge sprechen. Passt gerade, sehe ich von der Zeit, dass wir hier einen Folgenstopp machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao.